herzlich willkommen bei eSport-Torten. Mein Name ist Sunny. Heute ist das große Finale der PES League in der Area 52 in Wien-Floridsdorf. Und dazu gibt es von mir ein Fußballtörtchen. Und weil mir einfach danach war, habe ich diese Fußballtorte ein kleines bisschen femininer gestaltet, als ich normalerweise eine Fußballtorte machen würde. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr jetzt. Für unsere Torte habe ich schon alles vorbereitet. Ich habe hier einen Schokoladenkuchen, den habe ich bereits gestern gemacht, war über Nacht im Kühlschrank. Der wird dann zweimal auseinandergeschnitten. Hier habe ich eine Vanillepuddingcreme gemacht. Das Rezept dazu und das Video, das es schon gibt, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und in diese herrliche Vanillebuttercreme habe ich jetzt dann einfach 3 Bananen mit der Gabel zerdrückt und untergerührt. Jetzt hat man dann eine leckere Bananenbuttercreme. Dann brauchen wir natürlich ein kleines Cakeboard. Dann habe ich hier schon eine Ganache fertig gemacht und zum Tränken der Böden habe ich hier Kakao. Unsere Torte ist jetzt fertig. Sie ist mit Schokolade eingekleidet und gekühlt. Ich habe hier jetzt meine Ausstecher, die ich normalerweise auch für Fußballtorten verwende. Wenn man eine Halbkugel macht, hat man ja die großen, die 6 Ecke sind glaube ich schwarz und die 5 Ecke weiß oder umgekehrt, jetzt bin ich mir nicht sicher. Bei dieser normalen Torte würde sich das aber nicht ausgehen, da hätte man dann immer einen Spalt dazwischen, deswegen verwende ich nur die 6 Ecke. Und werde die ganz klassisch schwarz-weiß anordnen wie auf einem Fußball. Der obere Teil unserer Torte ist fertig, wie ihr sehen könnt. Und jetzt werde ich mit grünem Fondant wie einen Gürtel noch rundherum legen, weil hier ist ja nur die Schokolade frei. Und das werde ich dann oben ausfransen, dass es ein bisschen wie Gras aussieht.
mir. Ich hoffe, euch hat mein feminines PES-Fußballtörtchen gefallen. Ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Tschüss!